scheußliches Wetter ist in Grasbrunn. Ein Wetter, das nur Pferdeenthusiasten ertragen, wie er, Bernie Zambay. Es geht darum, nach den Prinzipien des Natural Horsemanships mich und mein Pferd zu schulen. Wie eine solche Schulung aussieht, weiß Kathi. Verschiedene Übungen mit dem Pferd, um dem Pferd zu zeigen, man ist der Chef, weil Pferde sind ja Herdentiere. Und dann gibt es ja immer einen Leithengst und eine Leitstute. Und dann muss man halt dem Pferd klar machen, dass man halt zu zweit ist ja so eine Mini-Herde. Dass man halt der Chef von dieser Mini-Herde ist, also sozusagen der Leithengst. Und das machen eben noch viele verschiedene Übungen klar. Ja, Natural Horsemanship Training ist gut, wenn, weil zum Beispiel es gibt die Übung seitwärts zu mir, da stellt sich das Pferd an den Zaun oder später kann man es auch so in der Mitte machen und dann winkt man dem Pferd her und dann kommt das Pferd, wenn es schon gut kann, her. Das hat den Vorteil, dass wenn du irgendwann mal im Gelände aufsteigen musst, vom Baumstumpf oder so, dass du dann das Pferd seitlich zu dir herholen kannst. Natürliches Horsemanship heißt eigentlich nichts anderes als natürlicher Umgang mit den Pferden. Und früher hat es viele Leute gegeben, die einen natürlichen Umgang mit den Pferden gehabt haben. Dann ist das fast ausgestorben durch die Mechanisierungen in der Landwirtschaft. Sind die Pferde weit zurückgegangen und die alten Pferdemenschen sind ausgestorben. Und dann hat sich in Amerika, Tom Dorans und solche Leute haben sich wieder erinnert an die Geschichte und haben angefangen, das aufzuschreiben. Und dann haben Trainer aus USA haben das wieder hier nach Europa gebracht. Immer dann, wenn sie die Nase nach außen streckt, sagst freundlich, komm zurück hier, gehst mit den Händen wieder zusammen. Wenn sie ein paar Schritte kann, stopp. Zum oberhalb von deinem Bauchnabel machst, das beeinflusst dein Pferd vor dem Sattelgurt. Was du unterhalb von deinem Bauchnabel machst, beeinflusst das Pferd hinter dem Sattelgurt. Das heißt, wenn das Pferd am Zirkel ist, ist es übertrieben so, dass die Schulter so steht und die Hüfte so steht. Das heißt, deine Schulter muss auch so stehen und deine Hüfte muss auch so stehen. Ja? Je enger der Zirkel ist, je mehr. Je größer der Zirkel ist, umso weniger. Ja? So, dass dein Pferd überhaupt kann. Grundsätzlich oder das Spezielle am Horsemanship ist, dass Leute, die Horsemanship machen mit ihren Pferden, die möchten eine spezielle Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung haben mit ihren Pferden. Und denen ist es wichtig, dass es ihren Pferden gut geht, dass sie sich nicht fürchten. In meinen Augen ist der Mensch das ultimative Raubtier. Und das Pferd das ultimative Fluchttier. Und wenn jetzt das ultimative Raubtier zum ultimativen Fluchttier geht und sagt, hey, ab heute bin ich dein Chef, dann kann das eigentlich nicht funktionieren. Was ist denn so schwierig am Reiten? Schwierig, dass das Pferd eine andere Sprache spricht und du die Sprache in keiner Sprachschule lernen kannst und jeder andere Ansichten hat. Wir waren gerade am Circling Game und haben die Zirkel größer und kleiner gemacht und das Ganze soll dann zur Biegung führen, sodass das Ganze ein bisschen biodynamischer wird. Was Neues gelernt? Das war neu. Funktioniert's? Ja, ja. Rosi, du arbeitest ja auch mit dem Pferd. Und nach welchen Methoden arbeitest du mit diesen Pferden? Wenn ich mit den Kindern arbeite, dann nehmen wir auch das Natural Horsemanship her, weil das dem Pferd die natürlichere Variante ist, mit ihm zu arbeiten. Wenn ich reite auf dem Platz, dann gymnastizieren wir die Pferde, ich die Pferde, mit Hilfe der englischen Reiterei. Das heißt, diese ganze Gymnastik kann ich jetzt im Moment noch besser übers Englische reiten.
Das heißt Seitwärtsgänge, rückwärts, vorwärts, Biegungen in allen Varianten, so dass das Pferd einfach locker bleibt und sich nicht verspannt. Was hast du für einen Plan? Das Pferd hinterher geht. Mit mir mitkommen? Wenn es schön mit mir mitkommt, sage ich nichts. Wenn ich sage, kicken schneller, dann sage ich, führe die Wiese vorwärts, gucke nach hinten und sage, komm. Okay. Wenn es zurückhängt, sagst du was. Wenn es zu schnell geht, sagst du was. Okay. Zeig mal, ob du dein Pferd hier rückwärts in die Garage schiebst. Eins, zwei, und Pause. Dann fällt es fünf und dann machst du nochmal zwei Schritte. 1, 2, 3, 4, 5 und 2, 4. Ja, wenn du auf dieser, wenn du vorne rumgehst, muss der Kopf weg von dir. Ja? So, halt fest, hier, okay. Ja, Kopf ein bisschen weg. So, ein bisschen rüber. Gut, und Platz. Und jetzt den Kopf ein bisschen zu dir. Und halt. Schauen, ob du in der Lage bist, dein Pferd zu dir zu holen. Seitwärts. Ohne, dass du dein Pferd zu dir holst.